Mein Name ist Biljana Davic und ich bin hier in der Gemeinde für den Folkloreunterricht zuständig und, wenn es die Zeit erlaubt, auch den Religionsunterricht. Ja. Kosovo ist das Amselfeld und dort ist die Pfingstrose sehr verbreitet. Und deshalb, weil wir diese Lieder halt gesungen haben, die von dort her rühren, haben wir uns einfach Bojur genannt. Ja, und das sind sozusagen ein kleiner Teil der Schüler, den Sie hier sehen. Und nicht zu vergessen, meine rechte Hand, Ivana Jakšić, die mir bei allem beisteht und hilft auch während der Proben. Das sind ihre Töchter, Sofia und Vanya. Die sind auch schon sehr lange mit dabei. Dann gefolgt von meinem Sohn, Milica Kacavenda, mit ihren zwei Schwestern Adriana und Damiana. Das sind so die Dinosaurier, mit der Cousine Alexandra, die sind seit Anfang an dabei. Und meine Tochter Theodora. In den 50ern schon, dann gab es hier eine Gruppe von Emigranten in Osnabrück. Das waren Königstreue, die sind einfach dann irgendwann hier geblieben und wollten nicht mehr zurück in das kommunistische Jugoslawien. Ja, und aus denen hat sich dann die erste Folkloregruppe hier auch entwickelt. Und mit den Jahren ist das dann immer weitergegangen, die Tradition ist fortgeführt worden. Und in den 80ern kam dann aus diesen Emigranten, hat sich dann die Gastarbeiterschicht sozusagen gebildet mit dem Folklore, mit der Folkloregruppe in der Gemeinde, in der serbisch-orthodoxen Gemeinde. Wir haben das auch lange fortgeführt. Wir hatten damals kein Gemeindehaus. Wir haben uns im Haus der Jugend getroffen. Da haben wir unsere Proben abgehalten. Ja, und dann hat sich das auch irgendwann mal auseinandergelebt. Man hat halt studiert, ist woanders hingezogen, hat Familie gegründet. Ja, und aus diesen Familien sind jetzt diese Kinder geworden und tanzen weiter und führen die Tradition fort. Wir proben eigentlich hauptsächlich für 3 bis 4 große Feierlichkeiten, die innerhalb unserer Gemeinde stattfinden. Das ist zum einen das größte Fest, was wir im Januar feiern. Das ist der Schutzpatron der Schüler und Kinder, der heilige Sava. Das wird immer in der Gesamtschule Schinkel abgehalten. Das ist so das größte Fest und darauf bereiten wir uns eigentlich auch schon immer so das ganze Jahr vor mit neuen Tänzen, damit das Publikum einfach dann auch was Neues immer zu sehen hat. Dann haben wir das Gemeindefest im Mai, den Heiligen Georg. Und da Lingen auch zu unserer Gemeinde gehört, fahren wir dann auch zum Gemeindefest in Lingen, zu dem Erzengel Michael, der dann im November gefeiert wird. Ja, und natürlich das Fest der Kulturen. Das ist natürlich auch immer das Highlight für uns. Unseres Vereins sind natürlich einfach die Tradition weiter fortzuführen, weil wir leben einfach ganz weit weg von unserer Heimat und das ist einfach ein Teil der Kultur, die Sprache, die Gesänge, die Schrift und die Tänze, das gehört einfach dazu und das ist einfach ganz wichtig, dass wir das unseren Kindern weitergeben. Musik